Dorf. Verlass mal einen Linzer Bahnhof mit der oberösterreichischen Bahn. Ja. Mit der S1. Das ja. Und das Gebäude, Bahnhofsgebäude selber auch. Dann kannst du schauen, wann von links der Rennsche da kommt, ob sie sich recht da spielt. Dann bist du wahrscheinlich froh, dass wir es dort haben. Ja. Mit dem ich fragt, wo man auch weiß ich das nicht so. Und unser Rundverlauf ist anders etwas für mein Rennsche. Ist ja wurscht. Ist ja nicht das erste Mal, dass wir gleich kommen, als wenn wir hinkommen. Ja. Man muss ja flexibel sein. Ja. Das ist ja nicht zum Besucherzwecke, dass ich hier fahre. Nein. Sondern als Ausflugsort. Mir geht's nur um die Bahn. Ja. Ah, ich hab keine Apfelkammer lassen, dunst was Gasten ist. Keine Ahnung, was ich auch nicht. Irgendein Ort, du hast gerade in Oberösterreich. Hast aussteigen, aber müssen wir sicher irgendwo oben. Nein, müssen wir nicht nebeneinander. Ach so. 4 und 5. Ach so. Ist ein Umstieg am selben Bahnsteig, nur Bahnsteigkanten wechseln. Nur Bahnsteigkanten wechseln. Ach so, so wie in St. Pölten. Ja. Okay. Keine Unterführungen brauchen wir nicht. Okay. Wir brauchen nicht in Unterführungen. Dann setzen Sie dreimal aus. Ja, wir brauchen nur Bahnsteigseiten. Alle also zwei Züge sind nebeneinander da. Ist dir lieber, wenn es links schüttelt, wenn das da drauf ist, oder ist der lieber so? Ist beides schön. Ja, wisst ihr? Das. Ja. Und links. Wenn ich bin, tue ich bitte auch so mit. Aha. Meine Sachen. Kennzeichen, also irgendwas offen. Mhm. Schaut lässig aus. Jo. Schau. Aha, ja, passt gut da drauf. Mhm. Und das sind mitten zwischen lauter Güterwaggons. Ja. Ja, links, rechts. Ja. Man kann es dem Papa erzählen, dass du ganz schön Ausflüge gemacht hast. Ja. Ostertage. Jo. Jo. Work.
Kreuzung auf der Freifahrt. Den ist um 16 Uhr schon abgefahren. Aha, nächster halt Linze Ebelsberg. Linz Ebelsberg. Die Stationen haben wir da eigentlich. Ein paar. Ja, ein paar, für was hast du denn die App geschafft? Ja, während die Firma da will ich nicht das Video unterbrechen. Ein offen da, das will ich mir das Video zuerst unterbrechen. Eine Bank in einem anderen Teil von Linz. Mhm. Das ist witzig, dass du hast bei dem, was Zeit gleich. Also nein, 23 Minuten. Ja. Um 17.17 sind wir in St. Valentin. In St. Valentin, ja. Wir sind in der Essenz Richtung Garsten. Ja, nur dass ich jetzt das richtige Ticket habe, muss ich schauen. So habe ich 17 Minuten, 5 Zwischenaufenthalte. Ja. Linz-Donau Emsberg, Linz-Donau Pichling, Ast-Fisching, Enz-Bahnhof, Enz-Dorf-Bahnhof. Ja. Ankunft in 17 Minuten in St. Valentin. Sind wir fundsamerweise in Niederösterreich? Ja. Also irgendwo zwischen dem vorletzten und dann weiß die Landesgrenze. Ja. Oder wo die Bettina, ich glaube, sie sind hin, auch grau, kein Bier, auch richtig schwül, keine Sonne. So komisch. Jetzt was, schon. Wenn es anzogen ist, ist es anders. Das ist schon der Sahara-Staub. Ja, aber jetzt, sagt, jetzt macht der Sahara bloß. Lockert's auf, ja. Jetzt lockert's auf. Zugverbindungen, jetzt wie bei uns, also Bus und Dicken, Zugverbindungen streiken. Wir sind da immer nur an der Westbahn. Ja. Wir sind da jetzt nicht auf einer Nebenstrecke. Nein, nein. Da ist schon alles drinnen, geht sich das aus. Ja. Wir haben da jetzt einen Regionalverkehr auf der Westbahnstrecke. Ja. Mir näher, 30 Kilometer an Haag vorbei, Stadthaag. Sagt dir das was? Ja, nein, Tierpark. Ja. Muss frei waren. Mhm. Linz Bichling. Ich habe gar nicht groß aufgefallen, wenn wir gleich einen Anschluss. Ja, eine direkte Umsteigeverbindung. Mhm. Manzug aus, so beim anderen. Da, so nehmen wir an. Ja, genau. Manzug aus, beim anderen eine.
Wir sind aber jetzt gewiss bei Holzschiff, weil man es sonst so nicht wahrnimmt. Mhm. Wenn man in Rennstedt fährt, nimmt man die ich nicht wahr. Ich habe so, dass ich, wenn ich nach Linz fahre, dass ich immer die Besichtigung sehe. Aber jetzt halt, haben wir es gemacht heute mit dem, ja. Mit dem Ding, mit dem Zug. Ja. Ich meine, jetzt wissen wir es eh. Und anders, wenn man herfährt, macht man wieder was anderes. Ja. Jetzt sind wir so aus Linz draußen. Mhm. Sagt mir gar nichts, Astenfishing. Du musst den Opa fragen, wo du stehst. Da müssen wir uns auch mal zu greizen. Ja, das ist einmal interessant. Ja. Frachtenbahnhof. Ja. Lange Kolonne. Hm. Der Bereich ist so nicht erreichbar, weil es ja nur ohne Bahnsteige da kommt man nicht hin. Nein, aber von der anderen Seite man nicht. Es sind Güter, nur Gütergleise. Okay. Zwischen Lärmschutzwände, wie sind wir da hinkommen? Okay. Nicht so wie ein Lips, das Ding. Nein, das ist ja eigentlich, sieht man nur, wenn man durchfährt. Okay. Wankmeter 175 von Wien Westbahnhof. Hm. Ich kann es dann ausrechnen, dann haben wir Kilometer, dass wir heute zurückgelegt sind. Zurückgelegt haben. Wo sind Böten nach Linz? Ja, nachher, das ist daheim. Nicht jetzt daheim. Aber der Himmel ist auf einmal blau. Ja. Der Himmel ist normal jetzt. Da macht man irgendeinen Schlenker. Ja. Astenfishing. Ja. Zumal der wird es bezahlen. Ja, Bonnie fährt der West, von dem man sonst nicht mitkriegt wegen einem Railjet. Ja, Hört sich nur eher aus wie Bierbank. Moosbier beim Heiligen Eich. Ja. Das war ganz komisch. Aus der Parken 3 dann noch. Ja, und ein Glas vor der Raum. Mhm. Der Klosbahnhof. Mhm. Außer Betrieb haben sie bei der Uhr drauf gepickt, weil die Uhr steht, weil da ist ein Stolper Öfe. Und ist da drüben, wo die Rennstedtgleise sind. Mhm. Da drüben. Astenfishing. Linz, Klein Reifling, was da auch wieder drauf. Ja. Linz am Stieben. Ja. Mit der Holzhimmel. Ja, ja. Karsten Linz, Klein Reifling, am Stieben. Vier verschiedene. Ja. Mit der Holzhimmel. Ja. Du hast nicht die große Auswahl, wo du hinfährst. Ja. Aber nach dem Anschluss an Linz am Stieben haben wir die Verbindung ins Weite. Ja, ja. Wenn man Richtung Linz fährt, Richtung, kommt man Richtung Salzburg, wenn man noch am Stedt war, kommt man Richtung Wien. Mhm. Ah, schau die Westbahn, ja. Splittert sich da auf. Da, da. Da ist das nächste. Was? Gasten. Nein, nein, Gast ist die Endstation. Das ist die Endstation, ja. Gast ist die Endstation, ja. Irgendwie in Oberösterreich. Mhm. Nur 10 Minuten sind wir eh schon in St. Valentin. Wir bleiben auf niederösterreichischem Boden. Ja. Heißt, der Zug schneit noch, sogar also nur mal die Landesgrenze zu Oberösterreich. Mhm. Ins. Mhm. Ins. Ins Dorf. Ja. Da ist es gefallen. Jo. Ja.
Da hat die Wischtricken draußen. Was? Jetzt haben wir nicht einmal aufgefallen. Ja. Und er hat jetzt erst gegen 19, nach 19 Uhr finster. Mhm. Hast du hier noch länger was? Enz ist ein großer Bahnhof. Ja. Schauen wir ihn da um. Also ein Bahnhof mit viel Güterverkehr. Ja. Container und Holz. Na, da abgesoft. Aha. Wird da abgesoft, kommt daher. Ah ja. Also nicht nur abgesoft, aber Pfannerdingserzeugung ist da. Ja. Ich schau dir das an. Das ist für alt. Das bitte an. Das Bahnhofsgebäude. Nein, schau, das ist ein normales Gebäude, schon. Ja, aber schau dir das an, bitte, ein alter Bahnsteig da. Ja. Also ein alter Treppenabgang. Mhm. Üderer. Mhm. Und ein historisches Bahnhofsgebäude, schau. Ja. Karklos Bahnhof. Nein. Er fährt drüben auch noch scheinbar. Weil drüben da die Tafel steht. Was denn? Er fährt drüben nur bei den ganzen Alten. Ja. Also nicht einmal ein Lift. Und du hast ihn dann wieder rausstehen. Das da drüben ist im Betrieb, der Monitor ist hergeschaltet. Ja, aber wo ist da bitte ein Lift? Ich sehe da unter Führung. Okay. Schau mal, da Treppen. Ah ja. Aber das Rollstuhl-Symbol auf der Tafel ist. Auf der Anzeigetafel. Der Kitzel gewartet auf der Form darf. Mhm. Er muss da eine andere Züge vorlassen. Wir sind in einem Bereich von der Westbahn, das geht man nicht kennen, so. Valentin. Ja, da muss irgendwo dazwischen die Landesgrenze sein. Die man hätte gerne und die Milch mit da. Ah ja. Dass das auch, dass wir das hier für haben. Ja. Was die nicht morgen uns haben musst. Ja. Die Bedoschen mit. Ja. Ich schau dir das an, bitte. Ja. Das ist ja eher ein zweigleisiger Haltestell. Ja. Das Wartehäusl musst du anschauen, bist du deppert, das ist alt. Ja, ein altes Betonwartehäusl. Mhm. Nehmen wir an, zwei. Ja. Mit der Rennwand scheinbar.
zweimal das gleiche. Und da drin steht Ticket automatisch. Ja. Und das andere, was uns das für komisches Casting dort ist, ich muss auch noch sagen. Außen und rund. Nein. Das ist die schwarze Häusl schon. Ja. Das ist kein moderner Klosterding. Kein so typischer moderner Klosterbau. Und bald erreichen wir niederösterreichisches Gebiet. Ja, und sagt, bald schon in ein paar Minuten, wird nicht mehr so lange. In 3 Minuten. Haus, gleich überqueren wir die Landesgrenze. Das merke ich mir eh. Ernsthofen, glaube ich, hinten da oben. Aha. Das ist ja, glaube ich, schon ein Begriff, wo er genau die Landesgrenze verrennt. Ich hab keine Ahnung. Die um 17.23 Uhr. Ja, richtig. Auf 4. Ja, wir kommen nach 5 Uhr und brauchen wir nur aussteigen und wieder einsteigen. Ja. Aussehen und wieder rein. Und die Fahrt dauert dann wiederum eine halbe Stunde. Aber gut, dass wir uns für die Variante geschieden haben. Dass die Julia was hinterher oder die anderen Dinge wäre. Ja. Allein schon das mit der Straßenbahn. Ja. Gestern das. Vor allem, Papa, das sagst du alles interessant. So. Ja, und gerade. Die Alltag so groß ist. Ja. Schau dann auch eigentlich in Ordnung, was du Papa sagst. Ja. Wir sind schon im Gleisbereich von St. Valentin. Ja. Und damit haben wir es schön in Niederösterreich. Und nur dann wieder in Oberösterreich. Was? Ja, nur in Niederösterreich. Ja. Dann geht er wieder in oberösterreichisches Gebiet rein. Komischer Streckenverlauf. Ja. Da ist die Bahn, der Bahnsteig. Schau, da außer, da oder eine. Okay. Schau, ja, 53 noch am Städten. Ja. Außer eine. Was? Ja, ja. St. Valentin, Stadt Haag, St. Johann Weißbach, St. Peter Salzfelden.
Und so haben wir dann beide Seiten gesehen, Varianten. Da nehmen wir. Was? Kannst du die andere Seite nehmen? Der ist staubig. Ja, egal, die Presse. Ja.